Das Berliner Sechstagerennen, das wird immer spannender und geht jetzt so langsam am vorletzten Tag seinem Ende dazu. Aber hier sind so viele Prominente und so viele gute Leute hierher gekommen, um die Fahrer zu sehen, um auch irgendwo Golden Sport zu sehen und Fahrradsport, oder beruflich oder privat, hat natürlich was. Und ich habe durch Zufall, habe ich den Vizepräsidenten des Bund Deutscher Radfahrer getroffen, und zwar Udo Sprenger. Guten Abend, Herr Sprenger. Schönen guten Abend. Herr Sprenger, Sie sind ja nicht das erste Mal in Berlin auf dem Radrad. Ich bin jeden Montagabend in Berlin. Jeden Montagabend in Berlin? Jeden Montagabend, wenn das Rennen ist. Ach so, ja. Okay. Aber Sprenger, neben mir auf der rechten Seite haben Sie einen Gast mitgebracht, oder der, Sie kennen ihn. Das ist der Vizepräsident der DEHOGA, das heißt Hotel- und Gaststättenverbandes hier in Berlin, Klaus-Dieter Richter. Hallo, guten Abend. Hallo, grüß Sie. Dieter, gleich eine Frage vorweg. Wie viele Kilometer bist du letzte Woche gefahren mit dem Fahrrad? Ja, schweig mal lieber. Ich habe mehr Kilometer gesehen, als wie selber gefahren. Also du holst uns damit sagen, dein Fahrrad ist noch ein bisschen kaputt, ne, hat Platten. Ja, steht noch im Schuppen, es muss erstmal wieder warm gemacht werden. Herr Sprenger, die Frage an Sie. Wie viel fahren Sie die Woche? Ja, ich fahre die Woche schon so 200 ungefähr. Also, Dieter, nimm dir ein Beispiel, 200 Kilometer. Herr Sprenger, wir wollen uns einfach mal ein bisschen Radfahren. Sie sehen, die Halle ist voll, es ist das Publikum, es ist begeistert, es macht Spaß, auch den Jugendlichen zuzugucken. Aber wo steht der Bund Deutscher Radfahrer im Moment? Ja, also wir können sagen, dass wir in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr, was ja gerade zu Ende gegangen ist, eine der erfolgreichsten Saisons überhaupt hatten. Wir waren sowohl auf Straße als auch auf Bahn, also auch im Gelände beim Mountainbike und auch bei Trail. Selbst da waren wir erfolgreich. Wir haben eigentlich für die nächste Olympischen Spiele haben wir zum jetzigen Zeitpunkt alle Nominierungserfolge erfüllt. Das heißt also, wir haben viele Weltmeister, Europameister, Sieger, Olympiasieger. Wir haben an für sich alles, ne? Ja, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen das jetzt nur stabilisieren im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Die sind ja nur noch 1,5 Jahre bis dahin. Und solche Veranstaltungen sind natürlich auch wichtig für das Image. Ja. Wollen wir die Olympischen Spiele gleich nach Berlin holen oder erst 2024? Ich würde es sofort nehmen. Klaus-Dieter, Hotel- und Gaststättenverband in Berlin, wie sieht es aus, wenn wir jetzt die Olympischen Spiele bekommen sollen 2024? Haben wir denn genug Betten? Wir haben ausreichend Betten. Wir haben es jetzt ja schon 150.000 Betten in der Stadt. Die werden auf jeden Fall noch mehr Bedarf haben, wenn wir in die Olympischen Spiele kommen sollten. Das ist aber auch okay. Es drängen ja immer mehr Hotels in die Stadt rein, die immer ihre Hotels, die Dependancen haben wollen. Die Olympischen Spiele sind wahnsinnig wichtig für die Stadt, weil wir brauchen Events, wir brauchen das Sechstagerennen, wir brauchen die Olympischen Spiele, wir brauchen alle möglichen Sportveranstaltungen. Die Stadt lebt eigentlich von der ganzen Exklusivität der ganzen Veranstaltung. Herr Sprenger, noch mal eine Frage. Wie sieht es denn mit der Jugend aus? Haben wir genug Nachwuchs, dass wir sagen, wir brauchen bis 2024 keine Angst haben, wir bauen so viele gute Leute auf, die Konkurrenz kann kommen, wir fürchten sie nicht? Also zurzeit ist es noch so, muss ich sagen, dass wir im Nachwuchsbereich noch sehr erfolgreich sind. Wir hatten im letzten September auch bei der Straßenweltmeisterschaft sowohl den Weltmeister im Einzelzeitfahren als auch im Straßenrennen. Besser kann man nicht sein. Und wenn wir darauf aufbauen, sind wir noch gut. Ich will nur mal eins dazu sagen. Wir haben ja in Berlin in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft. Dann haben wir ein Konzept über einen 3-Jahres-Plan mit Europameisterschaft, Weltcup und im Endeffekt Weltmeisterschaft. Alles noch vorgeschaltet vor die hoffentlich kommenden Olympischen Spiele. Ja, das ist doch alles super. So, jetzt muss ich natürlich, ich habe heute Abend alle gefragt, Klaus-Dieter, du hast die Jungs ja gesehen, wie sie hier fahren. Wer ist dein Favorit für morgen? Herr Balzer, das ist einfach super, das ist für mich der Größte. Okay, und bei der Mannschaft? Da ist die technische Mannschaft für mich die Beste. Ja. Okay, bei Ihnen, Herr Sprenger, wer ist für morgen Abend Favorit? Sind ja 5 Mannschaften noch immer ganz gut im Rennen. Ich denke, ich war vorletzte Woche in Bremen gewesen. Da sind sie auch schon gut gefahren. Ich denke, für mich sind ganz große Favoriten der Lokalmann oder Lokals mit Lampada. Gut, dann werden wir es morgen Abend sehen, liebe Zuschauer. Für den heutigen Abend werden wir noch ein bisschen zuschauen. Das hier geht es richtig ab. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Sprenger, und wünsche dem Bund Deutscher Radfahrer toi, 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 viel Nachwuchs, viele Medaillen.
Und 2024 stehen wir vielleicht hier an der gleichen Stelle, denn die Halle ist ja dafür prädestiniert, oder? Solange sie nicht abgerissen wird vorher. Okay. Herr Richter, und Sie sorgen dafür, dass 2024 unsere Sportler herzlich begrüßt werden und dass sie alle ein Bett haben, oder? Genau, es gibt genug zu trinken, Schultersbrauerei ist da, verschiedene andere Partner sind da, Betten sind da in Berlin, jeder wird es bekommen in der Stadt, in der Hauptstadt. Wir freuen uns auf jeden Gast. Also, liebe Gäste, kommen Sie nach Berlin, erleben Sie das sechste Berliner Sechstagerennen und Sie werden begeistert sein und genießen Sie diese Stadt einfach zwei Tage länger. Und ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss, weil meine Kollegen da oben sind ja so laut. Und ich sage tschüss, danke, dass Sie da waren. Dankeschön.